Game of Thrones, eine wegweisende Serie, deren bloße Erwähnung schon zu Schnappatmung und hitzigen Diskussionen führt. Ihr müsst nur mal kurz in die Kommentarsektion hier schauen. Doch egal wie gut oder wie schlecht ihr mit der letzten Staffel umgehen könnt, das kann ich mit diesem Video hier nicht ändern. Was ich aber kann, ist genau wie bei meinen Videos zu Scrubs, zu Malcolm mittendrin und zu Breaking Bad, euch kuriose Fakten über diese Serien zu erzählen. Fakten, die ihr nicht so leicht wieder vergessen werdet. Dinge, die beim Rewatch alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Also insofern schon wie die letzte Staffel, nur anders. Und danach seht ihr vielleicht Game of Thrones mit anderen Augen. Nicht nur, dass uns die letzte Staffel eröffnete, dass nicht alles so ist, wie wir zu Anfang dachten. Nein, auch die erste Folge der ersten Staffel litt darunter. Ihr habt das nur noch nie gesehen. Denn es gab, wie bei so vielen Serien üblich, einen sogenannten Piloten. Pilot? Was ist ein Pilot? Well, you know the shows on TV? Well, the way they pick TV shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows, and on the strength of that one show, they decide if they want to make more shows. Nur statt diese misslungene Pilotfolge komplett wegzuwerfen und die Serie einzustellen, gab HBO den Serienschöpfern David Benioff und D.B. Weiss die Chance, das verborgene Potenzial darin zu retten und einfach neu zu drehen. HBO for some reason decided to give us another chance. You must really be good in a meeting, because the idea that good. How many millions of dollars you think they wasted on that first pilot? 10? I don't know exactly. Für ganze 10 Millionen Dollar Budget und Lehrgeld drehten sie fast alles komplett neu und besetzten mehrere Rollen um. Das prominenteste Beispiel ist Emilia Clarke's Daenerys Targaryen, ursprünglich gespielt von Tamsin Merchant aus Die Tudors. He promised to love me with all his heart. Oder Catelyn Stark, die zuerst noch von Jennifer Ely verkörpert wurde. The best fiction, the best drama is about characters. Neben unzähligen Nebenrollen traf es auch einen ganz besonderen Cameo. Der Autor der Romanvorlage, George R.R. Martin, spielte einen wohlhabenden Händler in Essos und konnte bei den Nachdrehs nicht mehr mitwirken. Dafür bekam er aber die originalen Dracheneier aus der Premierenfolge selbst als Hochzeitsgeschenk zu seiner eigenen Hochzeit geschenkt. Dragon's Eggs, Daenerys, from the Shadowlands beyond Ashai. Am Ende sollten nur noch 6 der ursprünglich gedrehten Szenen, mehr oder weniger, in der ausgestrahlten Folge drin bleiben. Eine teure Entscheidung von HBO, die sich ja doch noch auszahlen sollte. Es lag aber nicht ausschließlich an den Schauspielern. They're kind of looking at each other, they're kind of embarrassed, and one of them said, are those two blondes, are they related in some way? Like, are they, they didn't realize that they were brother and sister. Benioff und Weiss bemerkten erst mit dem Piloten, dass niemand der Testzuschauer überhaupt kapierte, dass Jaime und Cersei Geschwister sind. Sie mussten das Drehbuch anpassen, um diesem Reveal am Ende nicht diesen unglaublichen Impact zu nehmen. Manche harte Casting-Entscheidungen wurden aber schon rechtzeitig vor dem Dreh getroffen und sollten im Nachgang anderen Figuren nützen. Ramsay Snow, aka Ramsay Bolton, aka der Joker von Westeros, wird unnachahmlich von Iron Rion interpretiert. Doch der hätte beinahe einen anderen Snow gespielt, Jon Snow. Now, dismount and kneel before me. Surrender your army and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. Rion war zusammen mit Kit Harington in der Auswahl der letzten 2. Und Harrington wiederum geriet unmittelbar vor dem Vorsprechen in eine Schlägerei, in einem McDonald's, als er die Ehre seiner weiblichen Begleitung verteidigen wollte. Er kam mit einem blauen Auge davon, wortwörtlich. And I got battered. So then I went to the Jon Snow audition with a black eye. Harrington glaubt, dass ihm dieses blaue Auge und die damit verbundene prügelt sich nur aus Ehre Ausstrahlung dabei half, das Casting für sich zu entscheiden. Which I think that man who punched me in the face may have helped me get the job. So if you're watching, thank you. Und so entschied er diese Prügelei und diese Rolle letztlich für sich. Bastard. K.
Karis van Houten dagegen sollte eigentlich für die Rolle der Cersei Lannister vorsprechen, doch Terminprobleme verhinderten das und bescherten ihr letztendlich eine andere Rolle im Spiel um den Thron. Es war Peter Dinklage, der dann seine gute Freundin Lena Headey für die Königinmutter vorschlug. It's your one redeeming quality, that in your cheekbones. Sir Gregor Clegane, they call him the Mountain. Andere Casting-Entscheidungen wurden noch während der laufenden Serie rückgängig gemacht. So wurde Sir Gregor Clegane von ganzen 3 Darstellern verkörpert, wobei sein letzter und ausdauerndster Darsteller Hufbor Julius Bjørnson ist, der tatsächlich stärkste Mensch auf diesem Planeten. Und tatsächlich könnte er, zumindest theoretisch, die Kraft aufbringen, um der Red Viper den Schädel zu zerquetschen. Hello, big brother. Nur eine andere Sache würde ihn eigentlich für die Rolle des Mountains disqualifizieren. Bjørnson ist in Wirklichkeit fast 20 Jahre jünger als sein kleiner Serienbruder, The Hound, Sandor Clegane. That's you. That's what you've always been. Eine andere Umbesetzung ist euch vielleicht nie aufgefallen. Zwar ist klar, dass Dean Charles Chapman irgendwann den deutlich älter gewordenen Tommen Lannister ab Staffel 4 ersetzte, nur spielte er bereits in Staffel 3 seinen eigenen Cousin, als der gefangengenommene Martin Lannister. You're a Lannister, aren't you? Martin Lannister. Entweder das oder der Lannister-Inzest reicht noch viel weiter, als wir alle ahnten. See? Nothing to fear. Eine andere Cast-Entscheidung hatte einen tragischen Hintergrund. Nach Staffel 2 trat Wilko Johnson von seiner Rolle des verschwiegenen Sir Alan Payne zurück, weil er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte. Doch nach einer Operation gilt er mittlerweile als krebsfrei. Für Sir Alan Payne, der in den Büchern Sir Jaime Lannister trainierte, übernahm dann einfach der frisch zum Ritter geschlagene Sir Bronn. Daraus entwickelte sich eine Dynamik, die ja so nie geplant war. Und so wendete sich doch noch für alle alles zum Besten. Außer für eine ganz bestimmte Figurenkonstellation. And you're a grub in fancy armor. Who's better at beating little girls than fighting men? Bronn-Darsteller Jerome Flynn war zeitweise mit Cersei, Lena Headey, liiert. Bei ihrer Trennung floss so viel böses Blut, dass sie sich vertraglich zusichern ließen, dass sie keine gemeinsamen Szenen mehr drehen dürfen. Deswegen wird Bronn in bestimmten Momenten immer rechtzeitig rausgeschrieben. Bis zum Schluss. Come on, bud. Let's you and me go have a drink while the fancy folks talk. I admire you, Sir Davos. Ziemlich viel Hass empfindet auch Stephen Delane, doch nicht für seine Co-Stars, sondern für Game of Thrones. Der gelernte Theatermime behauptet, dass er weder das Skript noch was um ihn herum passiert, wirklich versteht. Für ihn sei Stannis Baratheon eine tragische Figur, deren Überzeugungen wie ein Schloss auf einem nicht existierenden Fundament aufgebaut sind. Und mit dem Fundament meinte er auch die Geschichte. Er war so desinteressiert daran, dass sein Szenenpartner Liam Cunningham ihm zwischen den Takes immer wieder erklären musste, was überhaupt passiert und warum es überhaupt passiert. Ein bisschen wie der echte Berater Sir Davos Seaworth. Und so wirken ihre gemeinsamen Momente dann doch ziemlich real. Women in our position must make the best of our circumstances. Ganz anders Natalie Dormer als Marjorie Tyrell. Sie ist seit der ersten Staffel ein Riesenfan der Serie und als sie für die zweite gecastet wurde, las sie aus Prinzip in den Drehbüchern ausschließlich ihre eigenen Szenen, um sich nicht spoilern zu lassen. Sie wollte jede einzelne Episode wie jeder einzelne Fan frisch und ungespoilert vor dem Fernseher genießen können. Gespoilert wurde dafür Richard Madden. Der las die Bücher absichtlich nur parallel zur gedrehten Staffel, um sich seinen Robb Stark nicht von zukünftigen Ereignissen beeinflussen zu lassen. Er wollte immer den tatsächlichen Moment spielen. Nur hatten ihn die kichernden Fans mit ihren abertausenden Fragen über seinen bevorstehenden Serientod schon komplett zugespoilert. Anders Sean Bean. Der erfuhr erst Jahre nach dem Ende der Serie, wie die überhaupt ausging. Offensichtlich hatte er sie selbst nie weiter als seine eigene Staffel gesehen. In einem Interview darauf angesprochen, fragte er, wie es denn für seine Kinder und den Norden verlief.
Als er es dann erfuhr, sagte er nur dazu, also ist Winterfell eigenständig geblieben? Oh, gut für sie. Die Geheimhaltung bei Game of Thrones war so groß, dass sie nicht einmal Sean Bean erzählten, wer Johns echte Eltern sind. Ned Stark ist also in Wirklichkeit völlig ahnungslos. The wolf is of the north. Und wäre Ned Stark nicht so erpicht darauf gewesen, seine Beziehung zu Robert Baratheon aufrechtzuerhalten, hätte er auch Lady nie getötet. Wenigstens im wahren Leben war dem Schattenwolf ein besseres Leben vergönnt. Sansa Stark, Sophie Turner, verliebte sich so sehr in ihren Melek Northern Inuit-Hund Suni, dass sie Suni adoptierte. Doch vor 5 Jahren verstarb Lady Suni. Im krassen Gegensatz dazu die Lannisters. In der Einführungsszene Lord Tywin Lannisters, die so eben nicht im Buch steht, häutet das Familienoberhaupt einen Hirsch. Einen echten Hirsch. Zumindest einen echt toten Hirsch. Symbolisch demonstriert das natürlich die Arbeitsweise der Lannisters. Sie machen sich auch selbst die Hände schmutzig und hier zulasten des Wappentiers der Baratheons, das bereits genauso symbolisch gegen den Schattenwolf der Starks umkam. Sie brachten sich gegenseitig zu Fall. In Wirklichkeit rochen Charles Dance Hände noch 2 Tage lang danach. Er lernte das Häuten eines Tieres nur für diese Szene. You're gonna say something clever? Help! Unfreiwillig authentisch war dagegen der mittlerweile verstorbene Peter Vaughan als Maester Aemon Targaryen. Er litt tatsächlich mit seinen 93 Jahren an altersbedingter partieller Blindheit. Egg. I dreamed that I was old. Das historische Vorbild für King Joffrey Baratheon waren die sagenumwobenen Exzesse des römischen Imperators Caligula. Your Grace, too much pain will spoil a pleasure. Dieser soll so sadistisch, so tyrannisch, so sexuell pervertiert und so grausam gewesen sein. Bring me my goblet. Sein Darsteller Jack Gleeson dagegen fand einen anderen römischen Imperator als Vorbild für seine Interpretation. Es ist Joaquin Phoenix Commodus in Gladiator. Von ihm habe er sich dieses abstoßende Grinsen abgeguckt. They call for you. Hannah Waddingham dagegen versinkt so sehr in ihrer Rolle der Septa Unella, dass viele Ted Lasso-Fans vom Stuhl fallen, sobald sie sie wiedererkennen. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give. Give you up. Thank you. So auch einige Herr-der-Ringe-Fans mit besonders scharfen Augen, wenn sie denn das scharfe Schwert Gandalfs entdecken, Glamdring, und ausgerechnet mit eingeschmolzen in den eisernen Thron. Das ist aber kein Easter Egg von Herr-der-Ringe-Fan George R.R. Martin, sondern purer Pragmatismus. Die Bühnenbauer kramten für den Thron nach jeder nur erdenklichen und noch verfügbaren Gussform, und zufälligerweise war noch was vom Herrn der Ringe da. By the High Elves, the First Age. You could not wish for a finer blade. One blast is for rangers returning. Wildlings is 2 blasts. Diesen Erfindergeist tragen auch die Männer der Nachtwache am eigenen Leib. Kostümdesignerin Michelle Clapton griff für deren wärmende Umhänge auf simple IKEA-Teppiche zurück. Sie schnitten sie, sie rasierten sie, sie nähten Lederriemen dran. Et voilà. IKEA nahm's mit Humor. Sie veröffentlichten selbst eine Anleitung für den Umbau. Nur für den Dreh in Island bei minus 28 Grad Celsius reicht IKEA alleine einfach nicht aus. Der erfahrene Norweger und Tormund-Darsteller Christopher Hivju versorgte seine Co-Stars mit Unterwäsche aus Merino-Wolle. I want to make babies with her. Think of them. Great big monsters that conquer the world. How did a mad fucker like you live this long? I'm good at killing people. Ehal, bin dir nahano ke senda trakoi. Alle jigesi mai, ma vijazri ati narmai. Anders pragmatisch ist die Sprache. Für Game of Thrones wurde Dothraki als echte, vollständige Sprache entwickelt.
Und ihr Erfinder, der Sprachwissenschaftler David J. Peterson, verzweifelt bis heute daran, dass alle vor der Kamera und vor dem Fernseher Khaleesi falsch aussprechen. Es müsste eigentlich Khaleesi heißen. Aber damit es jeder intuitiv richtig ausspricht, müsste man ja wieder die Schreibweise ändern. Forgive me, Khaleesi. Also erklärt Peterson die unterschiedliche Aussprache innerhalb des Lores mit unterschiedlichen Varianten bei Muttersprachlern und Fremdsprachlern. Ähnlich unterschiedlich sind die Bücher und die Serienadaptionen. George R. R. Martin pocht darauf, dass sich das Warten auf die letzten beiden Romane The Winds of Winter und A Dream of Spring auch deswegen lohnt, weil sie ja an mehreren Punkten unterschiedliche Wege gehen. Als würde man dieselbe Geschichte für zwei verschiedene Theaterstücke unterschiedlich interpretieren. We'll fight them together. It's like you said. I am yours and you're mine. You're a whore! Doch beeinflusste die Serie auch irgendwie seine Bücher? How many men have you been with? Laut Martin wäre Sibel Kekilis Shay in jedem Fall seiner Buchversion überlegen. Nur Shay ist ja bereits in beiden Medien tot. How many whores have you been with? Your father's lord? How can you be lord too? Doch eine einzige Figur hätte ihn so sehr beeindruckt, dass sie in den Büchern bei einer möglichen Rückkehr definitiv näher an der Serienversion sei. Natalia Tennas Osher brächte eine frische Dynamik rein, die Martin unbedingt berücksichtigen will. You're from south of the wall. That makes you a southerner to me. Und zum Schluss möchte ich über etwas reden, was eigentlich der Beginn von Game of Thrones hätte sein sollen. Und zwar vor jeder einzelnen Episode. David Benioff wählte zuerst The Reigns of Castamere als Titelmelodie für das Intro. Sein Co-Creator D.B. Weiss konnte ihm das aber wieder ausreden. The Reigns of Castamere würde sonst seine besondere Wirkung verlieren. Gerade in all diesen vielen besonderen Momenten, in denen sie dann das Lied der Lannisters einspielen sollten. Und so sollte Game of Thrones eben genau wie The Reigns of Castamere bis zum Schluss etwas ganz Besonderes bleiben. Egal, wie ihr das Ende findet.